Nun, glücklicherweise hatte ich schon einen Ausweg organisiert vorher und bin umgezogen und wohnte also illegal in Berlin-Reinickendorfer Straße. Das ist eine ganz romantische Sache, wenn man will, wie ich dort mit der Schreibmaschine arbeitete, aber so, dass sie nicht bei den Nachbarn zu hören ist und nicht über und nicht unter einem. Und da wurde nun fleißig gearbeitet. Alois Schwarz schrieb die Texte und ich machte dann alles andere. In Matrizen schreiben und vervielfältigen. Aber das hört sich jetzt alles so einfach an. Ganz so einfach ist das nicht. Der Vervielfältigungsapparat, der musste wieder aus der Laubenkolonie ausgegraben werden und wo untergebracht werden, wo man arbeiten konnte. Das ist ein ganzer Roman. Und das bezieht sich auf meinen Artikel Nivea Cremo. Ja, und so arbeiteten wir einige Monate lang. Wo kam die Maschine hin, dieser Apparat? Der kam zu Hans Schwendi im Keller. Zu Hans Schwendi im Keller. Und da bin ich dann mal überrascht worden von seinem Bruder. Sein Bruder war Faschist, er war bei der SA. Naja, also das ist eine ganze Geschichte für sich. Und so vervielfältigten wir da Nivea oder Reklame für Zelten, für Kochgeräte, alles Mögliche und auch deutsche Artikel in deutscher Sprache. Und da weiß ich noch, worauf ich besonders stolz bin, dass wir einmal versorgen konnten mit unseren Vervielfältigungen, konnten wir versorgen die IFA. Und den Genossen Bischof, der der Leiter war in Berlin, dem konnte ich da in einem Hausflur ein Paket von unseren Schriften, war vielleicht Deutschland über alles, übergeben. Wir sind, glaube ich, mit die ersten gewesen in Berlin überhaupt, die illegale, vervielfältigte Schriften richtig herausgab, das heißt in Reihenfolge und organisiert. Nun, bis wann war das möglich? Das war möglich bis zum Spätsommer 1933. Dann wurde meine illegale Anwesenheit von anderen Hausbewohnern aufgespürt und es bestand die unmittelbare Gefahr, jetzt eben, dass ich verhaftet werde, dass die SA kommt oder SS oder weiß ich was. Jedenfalls, es bestand jetzt unmittelbare Gefahr. Ich musste aus dieser illegalen Wohnung raus. Es war aber keine andere Möglichkeit, die sich fand. Und so hat die Parteigruppe des Arbeiter-Esperanto-Bundes beschlossen, dass ich Deutschland verlasse und versuche, zur Zentrale der IP nach London zu kommen. Und so habe ich dann Deutschland auf illegalem Wege übers Erzgebirge verlassen. Wie war das, vielleicht nochmal zurückzublenden,
vor 33, im Jahr 1932 war ja in Berlin ein besonderes Ereignis, dieser Kongress von IP. Ja. Wie vollzog sich der? Ich bin ja nun automatisch, dadurch, dass ich in der Dirksenstraße dauernd war, in die ganzen Vorbereitungen mit einbezogen worden. Und 1932 ist dann der IP-Gründungskongress vonstatten gegangen in Berlin. Die deutschen Esperantisten alle schliefen auf dem Boden von Dirksenstraße 42. Da war ein Trockenboden, auf dem hingen Dutzende weiße Mäntel von einer Wäscherei im Hause. Und ich hatte Stroh besorgt aus dem Norden von Berlin. Das brachten wir dort auf den Fußboden und da waren dann alle unsere deutschen Genossen untergebracht, währenddem die ausländischen Teilnehmer der IP-Konferenz privat untergebracht worden sind. Nahmen Sie selbst an der IP-Konferenz teil dann? Naja, ich war fast immer dort, habe viel organisatorische Aufgaben gehabt. Mhm. Unter anderem war eine lustige Sache, ich brachte die Briefe hin zum Tagungslokal, die Briefe, die angekommen waren. Ach. So, und jetzt weiß ich nicht weiter. Irgendwas habe ich da gerufen in den Saal hinein und alle lachten. Der ganze Kongress lachte, weil ich etwas falsch gesagt habe, das aber gleichzeitig nicht nur falsch war, sondern auch lustig war. Gott, nee. Gott, war nicht. Was sind so viele? Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja, und der Kongress selbst so, was beeindruckte daran jetzt von den Ergebnissen her? Naja, das Beeindruckendste war eben, dass nun IP eine Organisation war. Und das Lustigste am Schluss des Kongresses war, dass Ernst Kister eine Schlussrede gehalten hat und ganz zum Schluss gerufen hat, Vivusat! Alles lachte natürlich und in der nächsten Zeitung, da hatte dann Glenn Kiebel ein Bild gebracht mit Ernst Kister, Vivusat, da drunter. Ja, in den 40er Jahren kam sie dann aber in Berlin noch ins Gefängnis, ja, bevor... Ja, also ich war dann in verschiedenen Ländern und zum Schluss etwa 6 Jahre in Frankreich, war dort interniert und wurde dort auch verhaftet von der Gestapo, nach Berlin zurückgebracht. Aber die Verhaftung, die ging etwas sonderbar vor sich. Ich war als Internierter in Frankreich in der unbesetzten Zone, wollte aber zu den Widerstandskämpfern, hatte aber keine Verbindung. Und die Widerstandskämpfer, die offenbarten sich ja auch nicht so, denn die wurden ja gesucht, auch von der Polizei. So, aber schließlich gab mir einer einen Tipp, wie ich in die besetzte Zone kommen könnte,
Und dort wollte ich nun durch meine Freunde, die ich bei, in der Nähe von Paris hatte und Kommunisten waren, nun zu den Partisanen da kommen können.